Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche? Nicht. Neue Rutsche? Nicht. Neue Räume? Nicht. Ich träume. Nicht. Doch. Mach ich einfach. Nicht. Brauch ich aber. Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 13. November. Wir sind auch heute wieder mit den wichtigsten Informationen aus der Region für Sie da und starten auch gleich mit ersten Meldungen kompakt zusammengefasst. Die angekündigten Abrissarbeiten der Landestalsperrenverwaltung in Hoyerswerda laufen. In der Scharnhorststraße werden aktuell Teile der nicht mehr benötigten Straße entfernt. Die Flächen werden im Anschluss mit Mutterboden aufgefüllt und Sträucher gepflanzt. Die LTV nutzt das einstige Wohngebiet, um gesetzlich verankerte Aufforstungen für den Deichbau an der Schwarzen Elster umzusetzen. In Wittchenau ist die Särchener Straße ab dem 26. November jeweils tagsüber von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Grund ist der Abriss eines Gebäudes. Die Arbeiten sollen am 30. November abgeschlossen sein, informiert die Stadtverwaltung. Der Freistaat Sachsen hat seine Planungen für den Bau zusätzlicher Lkw-Stellplätze auf dem Rastplatz Rödertal an der A4 konkretisiert. Demnach sollen auf der Nord- und der Südseite jeweils 15 zusätzliche Stellplätze errichtet werden, sodass sich die Gesamtanzahl von 20 auf 50 erhöht. Weiterhin sollen auf beiden Seiten jeweils ca. 150 Meter lange und 3,50 Meter hohe Lärmschutzwände errichtet werden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht erforderlich, da es keine Auswirkungen des Vorhabens außerhalb der Rastanlage gäbe, so die Landesdirektion Sachsen. Dies gilt auch für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Der sächsische Verkehrsminister Martin Dulich hatte im Frühjahr angekündigt, insgesamt 175 zusätzliche Lkw-Stellplätze an sächsischen Autobahnen errichten zu wollen, davon 88 an der A4 östlich von Dresden. Weitere Anbauten sind auf den Rastplätzen Eichelberg und Oberlausitz geplant. Termine für den Baubeginn gibt es noch nicht. Die Sächsische Hochschule der Polizei in Rothenburg bekommt einen neuen Chef. Ab Donnerstag wird der bisherige stellvertretende Leiter des Polizeiverwaltungsamtes Thomas Bolz die Aufgaben des Rektors übernehmen, informiert das Innenministerium. Der 57-Jährige ist Jurist und habe auch Erfahrungen im Bereich Aus- und Fortbildung der Polizei. Der bisherige Rektor Harald Kogel wechselt ins Innenministerium. Bolz soll an der Spitze der Hochschule auch die vom Innenminister Roland Wöller eingesetzte Kommission zur Aufklärung von im Oktober bekannt gewordenen Manipulationsvorwürfen unterstützen. Ein Mitarbeiter soll Prüfungsaufgaben vorab zugänglich gemacht haben. Er ist suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Die Hoyerswerda-Initiative Zivilcourage bittet um Mithilfe. In den vergangenen Wochen wären wieder vermehrt Aufkleber mit meist rechten Parolen in der Stadt aufgetaucht. Vor allem Gästen fiele dies negativ auf, erklärt Pfarrer Jörg Michel. Im Zuge der Landtags- und Kommunalwahlen 2019 befürchtet das Bündnis weitere Klebeaktionen und hofft, dass sich viele Einwohner beim Entfernen beteiligen. Dies kann selbst erfolgen oder durch einen Anruf beim Bürgertelefon unter 03571 456 456. In den vergangenen 2 Jahren sind durch die Initiative nach eigenen Angaben rund 2000 Aufkleber entfernt worden. Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft hat die neuen Fahrpläne veröffentlicht. Früher als gewohnt stehen diese in diesem Jahr zur Verfügung. Damit könnten sich vor allem Pendler rechtzeitig informieren, so die ODEC. Neu ist natürlich die Inbetriebnahme der RE64 von Hoyerswerda nach Görlitz. Auch die Streckenbezeichnungen anderer Linien wurden von OE auf RB verändert. Mehr Infos gibt es auf der Webseite der ODEC. Den Link dazu gibt es auf lausitzwelle.de. Am 9. Dezember tritt der Fahrplanwechsel in Kraft.
Die Alternative für Deutschland tritt zur Landtagswahl 2019 im Landkreis Bautzen mit 5 Direktkandidaten an. In den einzelnen Wahlkreisen wurden folgende Personen aufgestellt. Wahlkreis 52, Frank Peschel. Im Wahlkreis 53, Christian Schulze. Für den Wahlkreis 54, Timo Schreier. Wahlkreis 55, Doreen Schwietzer. Und Wahlkreis 56, Jörg Urban. Die Sächsische Verbraucherzentrale bietet aktuell mehrere kostenlose Aktionstage zum Thema Fördermittel beim energieeffizienten Bauen und Sanieren an. Die nächste Station ist am 20. November in Bischofswerda. In einem Vortrag sowie individuellen Kurzberatungen erhalten Verbraucher Informationen über die passenden Förderprogramme, die Höhe der zu erwartenden Zuschüsse für jeweiliges Vorhaben, die Bedingungen und die Möglichkeiten der Antragstellung. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 809 802 400 kostenfrei anzumelden und eventuell die betreffenden Unterlagen zum Termin mitzubringen. Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Welche politischen Einstellungen haben die Sachsen und wie ist die Lage der Demokratie im Freistaat? Das hat die Landesregierung jetzt zum dritten Mal mit dem Sachsenmonitor erforscht. Die Ergebnisse wurden am Dienstag in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden vorgestellt. Den Sachsen geht es gut, zumindest wenn es um ihre persönlichen Lebensumstände geht, so die Ergebnisse des diesjährigen Sachsenmonitors. Es gibt jedoch auch Bereiche, die Konfliktpotenzial in der Gesellschaft auslösen. Meinungsforscher Reinhard Schlinkert vom durchführenden Institut DIMAP stellte die Ergebnisse am Dienstag öffentlich vor. Das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn 91% sagen, ich bin zufrieden mit meiner Wohnsituation. 83% von denen, die einen Job haben, sind auch mit ihrer Beschäftigung zufrieden, Freizeit zufrieden, Gesundheit zufrieden und auch haus- und fachärztliche Versorgung, dass da 3/4 der Sachsen sagen, auch damit sind wir zufrieden, gibt es auch keine großen Unterschiede zwischen Stadt und Land. Roland Löffler, der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, betonte jedoch, dass 45% der Sachsen eine Unzufriedenheit verspüren. Sie bekommen nach eigener Einschätzung keinen gerechten Anteil an der gesellschaftlichen Teilhabe. Dieses Ungerechtigkeitsgefühl beschreibt die Sorge breiter Bevölkerungsschichten, die vermutlich mit Rente und Lohn nicht zurechtkommen. Und da ist dann auch relativ logisch, dass wir Ungerechtigkeitsgefühle haben, die sich zum Teil auch gegen Flüchtlinge richten. Nach wie vor scheint auch das Ost-West-Gefälle ein nicht zu unterschätzender Faktor in der aktuellen Diskussion zu sein. Besonders im wirtschaftlichen Bereich zeigen sich gravierende Umstände, die von der ostdeutschen Bevölkerung als ungerecht empfunden werden. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wurde vielfach neues Unrecht geschaffen, sagen immer noch fast 2/3 der Menschen. Und die Ostdeutschen sind in Deutschland Bürger zweiter Klasse, sagt ein bisschen mehr als die Hälfte der Sachsen hier. Und trotzdem wird allgemein, da habe ich vorhin nochmal geguckt, die Frage der Wiedervereinigung als sehr positiv beurteilt. Der Sachsenmonitor verrät aber nicht nur die Stimmung im Freistaat, sondern gibt der Politik auch klare Handlungs- und Verhaltensratschläge. Die Bürger orientieren eher auf einen Vorsorge- und Fürsorgestaat. Das müssen wir zusammenbringen mit dem Ansatz, dass für ein freiheitliches System auch bürgerschaftliches Engagement und die Übernahme von Verantwortung wichtig sind. Laut den Umfrageergebnissen kommen Sachsens Politiker nicht gut weg. 66% der Bevölkerung gaben an, die Politiker würden sich nicht um das Gemeinwohl der Bürger kümmern. Der enge Kontakt käme zu kurz. Haben diese Ergebnisse Auswirkungen auf die Landtagswahl 2019? Also eins habe ich gelernt als Meinungsforscher, nicht auf Wahlergebnisse zu spekulieren. Also wir sind ja auch keine Wahrsager. Jetzt muss man erst mal sehen, was passiert denn. Was passiert denn in Berlin? Was passiert mit der CDU? Was passiert mit der SPD? Geht jetzt ein Ruck durch die CDU? Sagen denn die Menschen, jawohl, jetzt wird die Politik gemacht, die wir schon immer wollten? Oder was passiert? Das ist alles sehr, sehr schwer zu sagen. Und bis zu den Wahlen ist noch eine ganze Weile hin. Und dann muss man mal sehen, was dann an den Wahltagen passiert. Wer sich für die genauen Umfrageergebnisse und deren Erhebung interessiert, kann diese auf www.staatsregierung.sachsen.de einsehen. Und in der Drehscheibe Lausitz folgt jetzt der tägliche Blick in den Polizeibericht.
Im Gödaer Ortsteil Scharnitz ist eine vermisste Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die 58-Jährige am Montagmorgen in Göda mit dem Rad weggefahren und nicht nach Hause gekommen. Mehrere Streifen, ein Hund sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkameras suchten erfolglos bis spät in der Nacht. Am Dienstagmorgen fand ein Zeuge die leblose Frau. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. Ein 53-Jähriger ist am Montagnachmittag von einem Baugerüst in Hoyerswerda gefallen. Er stürzte aus etwa 4 Metern Höhe und wurde dabei leicht verletzt. Die Berufsgenossenschaft wird sich mit dem Fall weiter beschäftigen. In Hoyerswerda konnte ein gestohlenes Auto sichergestellt werden. Eine Streife hatte in der Nacht zum Dienstag 2 Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen im Visier. Eines davon stoppte auf der Schildstraße und der Fahrer flüchtete. Bei der Kontrolle des Renault Espace stellten die Beamten fest, dass er kurz zuvor in Spremberg gestohlen worden war. Der Halter hatte seinen Verlust noch gar nicht bemerkt. Am Freitag vergangener Woche ist in der Spree bei Bautzen eine intensiv grüne Farbe festgestellt worden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei habe ein Sachverständiger auf einem Grundstück am Schüllertor die Dichtheit einiger Dächer überprüft. Dabei wurde der Farbstoff Uranin genutzt. Aufgrund der hohen Verdünnung absolut unbedenklich, heißt es aus der Polizeidirektion. Fast 10.000 Euro Schaden haben Diebe auf einer Baustelle in Radeberg hinterlassen. Sie brachen einen Container, einen Lagerraum und die Tür zu einer Wohnung auf. Die Beute betrug etliche Werkzeuge. Gleich 7 Einbrüche meldet die Polizei in Görlitz. Unter anderem verschwanden über das Wochenende Gartengeräte, Werkzeuge und Maschinen, die Außenbeleuchtung in einer Firma sowie ein Fahrrad. Die Polizei konnte in allen Fällen Spuren sichern und ermittelt. Ein Mann wurde am Montag im Bischofswerder Ortsteil Belmsdorf verletzt. Der 68-Jährige war auf der Landstraße gegen einen LKW gefahren. Offenbar hat er das abgestellte Fahrzeug zu spät bemerkt, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro. 70 Euro muss jetzt ein LKW-Fahrer zahlen, weil er trotz Verbot überholt hat. Eine Streife hatte den Sattelzug auf der A4 in Höhe Anschlussstelle Pulsnitz erwischt. Wir machen eine kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie. Für Sie umgebaut. 2-3 Raum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Und damit willkommen zurück. Jetzt geht es mit aktuellen Nachrichten aus dem Lausitzwelle-Sendergebiet weiter im Programm. In Kamenz sind 2 wichtige Straßenbauvorhaben beendet und offiziell eingeweiht worden. Für rund 2,2 Millionen Euro wurde der letzte Bauabschnitt Goethe-Saar- und Weinbergstraße fertiggestellt. Neben dem Straßenbau sind auch die Schmutzwasserkanäle sowie Laternen erneuert worden. Eine ebenfalls wichtige Verbindung ist nun mit der Verlängerung der Haberkornstraße in Betrieb gegangen. Für den neu entstehenden Schulkomplex am historischen Gebäude der Lessingschule sei damit eine angemessene Infrastruktur geschaffen worden, hieß es zur Eröffnung. Rund 1,1 Millionen Euro betragen hier die Kosten. Beide Vorhaben wurden aus unterschiedlichen Fördertöpfen unterstützt.
Der Verkehrsverbund Oberelbe zieht eine positive Bilanz für 2018. Bereits in den ersten 11 Monaten konnte ein Anstieg an Fahrgästen und damit verbunden an Einnahmen registriert werden. Den aktuellen Prognosen nach wird bis zum Jahresende ein Zuwachs um 1,5% auf insgesamt 219 Millionen Personen verbucht werden können, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit dem Fahrplanwechsel soll es in puncto Qualität weitere Verbesserungen geben. Dann werden auch sonntags die Züge nach Königsbrück im Stundentakt fahren. Ab dem 9. Dezember rollen zusätzliche Züge in den Früh- und Abendstunden auf der S-Bahn Dresden. Zudem wird in einer zweiten Stufe das Netz der Plusbuslinien weiter ausgebaut, darunter auch die Linie 800 Cottbus-Hoyerswerda. Diese Busse fahren immer montags bis freitags mindestens 15 Mal in jede Richtung, an Samstagen 6 und an Sonntagen mindestens 4 Mal, erläutert Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. Mit einem offenen Brief haben sich die Handwerkskammern Cottbus und Dresden an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die Kohlekommission gewandt. In der ganzen Diskussion um den Strukturwandel fehle ein klarer Fahrplan. Seit der Wiedervereinigung sei die Region in einem ständigen Strukturwandel. Deshalb dürfe der Kohleausstieg nur bei feststehender Perspektive beschlossen werden, heißt es in dem Schreiben. Für eine erfolgreiche Strukturentwicklung haben die beiden Handwerkskammern 5 Forderungen. So zum Beispiel die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone, eines Planungs- und Umsetzungsbeschleunigungsgesetzes, neue Infrastruktur und die Stärkung der Region durch Standorte von Bundesbehörden bzw. internationalen Organisationen. Auf ein kleines Jubiläum können die Oberlausitz-Kliniken blicken. Vor 5 Jahren ging in Bautzen der Linkskatheter-Messplatz in Betrieb. Rund 5.500 Patienten wurden bis heute damit behandelt, informiert die Einrichtung. Sachsen verlängert die Antragsfrist für die Dürrehilfe. Damit soll den Landwirten etwas mehr Zeit für die Zusammenstellung der Unterlagen eingeräumt werden, heißt es aus dem Agrarministerium. Dürregeschädigte Landwirte können ihre Anträge auf finanzielle Hilfen nunmehr bis einschließlich 30. November beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie einreichen. Hilfe erhalten Betriebe, bei denen die Jahreserzeugung aus der Bodenproduktion mindestens 30% unter dem Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre liegt und die in ihrer Existenz gefährdet sind. In Sachsen wird derzeit von einem Gesamtbedarf von 44 Millionen Euro ausgegangen. 22 Millionen Euro davon wird der Bund bereitstellen. Mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage. Noch bis Ende des Monats können sich Einrichtungen für den sächsischen Schulgartenwettbewerb anmelden. Unter dem Motto "Aus Grau macht Grün" sind alle Schulen zur Teilnahme aufgerufen, die dabei sind, ihr Außengelände in eine grüne, naturnahe Oase zu verwandeln. Der Wettbewerb läuft in 3 Stufen über 2 Jahre. Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.schulgarten.sachsen.de. Seit 1993 haben sich bereits mehr als 1.800 Schulen mit mehr als 100.000 Schülern am Schulgartenwettbewerb beteiligt. Die Kreisverwaltung Görlitz kündigt 2 Vollsperrungen an. Am Freitag wird die Verbindungsstraße zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Dürr-Hennersdorf dicht gemacht. Am Samstag betrifft es die Verbindungsstraße von Hain nach Jonsdorf. An den genannten Tagen werden Baumfällarbeiten durchgeführt. Die Umleitungen sind ausgewiesen. Und nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns zurück mit dem Blick in das Kalenderblatt sowie den Veranstaltungstipps und Wetteraussichten. Bleiben Sie dran. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen.
Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 13. November 1997 ist mit der Flutung des Bärwalder Sees begonnen worden. Die Kohleförderung startete im November 1976. Beliefert wurden damit das Kraftwerk Boxberg, aber auch die Veredelungsanlagen in Schwarze Pumpe sowie die Brikettfabriken in Knappenrode. Dem Tagebau weichen mussten die überwiegend sorbischen Dörfer Merzdorf und Schöpsdorf sowie der Klittener Ortsteil Jasua. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage wurde im März 1992 der letzte Kohlezug gefüllt, zwei Monate später die Stilllegung beschlossen, obwohl die Braunkohleförderung noch bis 2000 möglich gewesen wäre. Heute hat der Bärwalder See rund 1300 Hektar Wasserfläche und gilt als der größte in Sachsen. 2007 wurde am Nordufer mit der offiziellen Einweihung des Oas und innenliegenden Amphitheaters der Neubeginn symbolisch begangen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Beim Kulturbund in der Langstraße in der Hoyerswerder Altstadt ist am Mittwoch wieder Klöppeltreff. Interessierte sind ab 9.30 Uhr dort gern gesehen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda lädt am Mittwoch ab 14 Uhr die Keramik AG ein mitzumachen. Ab 15 Uhr kann auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Clubnachmittag ist beim Spätleseverein in Hoyerswerda am Mittwochnachmittag in der Broilerbar. Er beginnt um 14 Uhr. Die AG Holz im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Mittwoch ab 14 Uhr zum Mitmachen ein. In der AG Elektronik lernen Kinder entsprechende Bauteile und kleine Schaltungen kennen. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch Projekttag. Es stehen die offenen Hausangebote und der Internetpoint zur Verfügung. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder im Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße 26. Das öffnet um 14 Uhr. In der VBH-Arena kann ab 19.30 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Eine Preview mit zwei Vorstellungen gibt es am Mittwoch im Cinemotion im Kino in Hoyerswerda. Sie beginnen um 14.45 Uhr und um 20 Uhr. Gezeigt wird Fantastische Tierwesen in 3D. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Mittwochnachmittag ab 15 Uhr Steppkes zur Kindermärchenstunde mit Frau Führer ein. In das Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch auch zum Kino für Kenner eingeladen. Ab 16.30 Uhr läuft Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Um 20 Uhr wird dann auf der Leinwand ein Konzertmitschnitt der Band Coldplay A Heart of Full Dreams zu sehen sein. Und ab 19 Uhr wird im Kultursaal der Helios-Klinik Schloss Pulsnitz ein Film über Friedrich Schiller gezeigt. Ein wunderlich großer Mensch ist der Titel des Streifens von Werner Kohlert aus Dresden. Nachts gering bewölkt und trocken, die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, es bleibt ebenfalls trocken bei Höchstwerten um 10 Grad. Der Wind weht eher schwach. Von Donnerstag bis Samstag ruhiges und trockenes Hochdruckwetter, dabei nach Auflösung teils zäher Nebelfelder oft sonnig. Die Tageshöchstwerte werden weiterhin um 10 Grad liegen. Allmählich allerdings Temperaturrückgang, nachts bei längerem Aufklaren gebietsweise leichter Frost. Und das war die Drehscheibe vom Dienstag. Liebe Zuschauer, schauen Sie auch morgen wieder rein, wenn Sie mögen. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.